Psst. Er wird. Psst. Er wird. Korn. Korn. Kollege kommt gleich. Der ist doch gerade rausgegangen. Ach nee. Ich habe doch ja keine Korn bestellt. Ach so. Der Korn kommt hier. Entschuldigen Sie bitte. Na, ist der Mörder jetzt gefunden? Nee. Der den Roman geschrieben hat, der hat ihn noch nicht. Aber ich, bei mir wäre der schon längst verhaftet. Schon nach der dritten Seite. Soll ich euch die Krimi mal erzählen? Also, Frau Schürenberg, egal was Herr Nölles Ihnen für das Haus bietet, die Attraktor-Versicherung zahlt Ihnen 20.000 Mark mehr. Was nutzt mir das? Herr Nölles hatte Vorkaufsrecht. Warum gehen Sie denn nicht immer zu ihm hin? Damit er mich achtkantig rauswirft? Mm-mm. Sie kennen ihn doch gar nicht. Er kennt mich auch nicht und trotzdem weiß ich, dass er mich rauswirft. Warum? Och, man hat so seine Beziehungen. Du wirst die Zeche bezahlen, du Hund, du! Sagte Revolver Ede. Darauf der Kommissar. Aha! Weißt du, was die Stunde geschlagen hat? 8 Uhr, Herr Nölles. Wir müssen gehen, sonst kommen wir zu spät. Aha. Der Rest erzähl ich euch später, ja? Meine Schirm! Regnet doch ja nicht, Herr Nölles. Das weiß ich doch. Wozu brauchen Sie denn? Als Waffe natürlich. Man kann nie wissen. Mama! Meine Schirm! Ja? Psst. Da, Willi. Dankeschön. Gut Holz. Ja, ich bin heute prima in Form. Komm nicht zu spät nach Haus. Nicht später als sonst vom Kegel. Tschüss. Na komm. Tschüss. Ja, ich habe nun mal den Auftrag von meiner Direktion. Oh, die Gelegenheit ist günstig. Oh. Da kommt Herr Nölles gerade. Herr Nölles, darf ich Sie mit dem Syndikus vom Attraktor-Konzern, Herrn Dr. Meyer, bekannt machen? Wo ist der Strolch? Habe ich Sie endlich, Sie Preistreiber? Sie wollen mir das Haus vor der Nase wegstoppen? Sie fieser Möpsi! Was heißt denn überhaupt Ihr Haus kaufen? Ich bin froh, dass ich meinen Miet bezahlen kann. Das ist er ja gar nicht. Ist denn das die Möglichkeit? Nicht? Wo ist sie denn? Weg! Hat der mein Glück. Ich habe gerade einen Krimi gelesen mit 23 Morden. Junge, ich wäre so richtig in Fahrt gewesen. Tschüss, komm. Ist Fatih weg? Ja, vor 2 Minuten. Dann gehe ich. Lass dich nicht von ihm erwischen. Aber wieso denn? Fati weiß davon gar nichts. Tschüss, Mutti. Hm. Amüsiert euch gut. Aber nicht zu gut. Na, du weißt schon. Ja. Guten Abend, Frau Schürenberg. Guten Abend, Elli. Guten Abend, Frau Schürenberg. Guten Abend. Wollen Sie sich nicht setzen, Frau Schürenberg? Nein, ich gehe ja gleich wieder. Ich will bloß mal eintrinken. Ein Körnchen. Ein Doppelkörnchen. Donnerwetter, hast du dich aber fein gemacht. Na ja, zu einem netten Mann gehört doch auch ein nettes Mädchen. Du, beinahe wäre ich deinem Vater eben in die Arme gelaufen. Das ist nicht wahr. Doch, aber er hat mich Gott sei Dank nicht gesehen. Du, bist wirklich zu albern, das Ganze. Weißt du, Vati darf dich wirklich vorläufig nicht kennenlernen, bis die blöde Hausgeschichte erledigt ist. Naja, wie lange hast du denn Zeit? Bis ungefähr 12, dann kommt Vati nach Haus. Aha. Na, wenigstens scheine ich ja bei deiner Mutter einen Stein im Brett zu haben. Na klar, Mutti ist doch meine beste Freundin. Aha. Noch ein Körnchen. Das ist aber dann der allerletzte. Aber bitte, Frau Schürenberg. Ach, ich war ja ganz platt, Frau Nölles. 40 Jahre heißt Ihr lokale gemütliche Willi und mit einmal Piraten-Willi. Sie kennen doch die Vorliebe von meinem Mann für Kriminalromane. Ich sag Ihnen, es wird immer schlimmer und schlimmer. Fast jede Nacht liest er einen. Ich ja auch. Ja? Ja. Na, was soll ich denn sonst machen als alleinstehend Witwe? Noch ein Körnchen. Aber Sie halten sich nicht für einen Sherlock Holmes, Frau Schürenberg, wie mein Mann. Er möchte ja so gerne einen Verbrecher zur Strecke bringen, aber ich glaube, er hat noch nie einen gesehen. Darum Piraten-Willi. Ja, und dann erzähl doch weiter. Der Gangster sprang mit gezückter Pistole durch das Fenster. Der Bobby von Scotland Yard hinter ihm her. 1 Meter trennt ihn noch von dem Verbrecher. Aber er konnte ihn nicht fassen, weil plötzlich, bang, dem Polizist ist die Hose geplatzt. Dem Polizist ist die Hose geplatzt? Von oben bis unten. Einmal war ja der Dr. Meyer schon hier, um einen Mann zu sprechen. Das weiß ich ja gar nicht. Und was ist dabei rausgekommen?
Na ja, nette Freundschaft mit meiner Tochter. Ei, guck mal, John. Noch ein Schnäpschen? Errade, Frau Nelles. Da sagte der Gangster, nun kill ich die Frau. Nun ist Schluss. Heute Nacht kill ich sie. Oh, die Funkstreife, Emil. Denkst du? Ich halte mich da raus. Ich denke, der konnte keiner Fliege was zu leid tun. Warum will er sie denn killen? Dumme Frage. Ist doch klar. Der will eine neue haben. Also, wenn ich das Haus für 100.000 Mark verkaufe und ich habe noch 20 Jahre zu leben, dann habe ich zu meiner Rente noch 800 Mark zu verbraten. Ach, deshalb wollen Sie Ihr Haus verkaufen? Dann rechnen sich das im Rindkörnchen aus. Nein, das kann ich nicht so schnell. Na ja, man will doch auch noch was vom Leben haben. Wenn man jung ist oder verheiratet, dann kostet es nichts. Aber als älter alleinstehende Frau, da muss man dafür bezahlen, Frau Nelles. Das war eine tolle Geschichte. Der Gangster zog den Colt, legte an und tak, 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 tak. Verzeihen Sie, meine Herren, dürfte ich Sie meine kleine Gefälligkeit bitten? Um diese Zeit immer, mein Fräulein. Ich komme eben nach Hause und stelle fest, dass mein Licht nicht funktioniert. Wissen Sie vielleicht, wo ich hier in der Nähe einen Elektriker bekomme? Ich wohne nämlich noch nicht lange in der Gegend. Schnucke, komm her zu Frau Rock. Einen Moment bitte. Schnucke, Schnucke! Interessant, interessant. Dolle Trick-Elektriker, eine Kavaliersuche die. Niemals, das habe ich als alter Kriminalist sofort durchschaut. Das ist der Lokführer einer Gangsterbande. Juppie. Och Quatsch. Leider wissen wir auch keinen Elektriker. Aber wir sind gerne bereit, persönlich Ihre Leitung zu untersuchen. Ja, wir fliegen zu Hause unsere Leitungen auch immer selber. Das ist sehr liebenswürdig, meine Herren. Darf ich Sie dann bitten? Du wirst sehen, wir sind kaum im Haus. Da kriegen wir ein Ding ins Genick und werden ausgeraubt. Komm, Juppie. Meinst du wirklich? Die wollen uns fertig machen. Fix und fertig. Dann geh mal lieber allein. Du Feischling. Schönes Haus. Mein Freund hat leider noch was zu erledigen. Sie werden doch sicher auch allein mit der Lichtleitung fertig. Bestimmt. Bitte. Entschuldigen Sie, mein Herr. Im Haus schläft schon alles. Und die sollen nicht aufwachen. Würden Sie vielleicht so freundlich sein und auch die Schuhe ausziehen? Selbstverständlich. Nur die Schuhe? Ja, ja, das genügt. Sofort. Zeh hängen geblieben. Ich will nachsehen. Vielleicht habe ich in der Küche noch eine Taschenlampe. Ja, das wäre gut. Einen Augenblick, ja. Auch das noch. Komm schon, Willi. Mach nicht so einen Krach, Willi. Bin umzingelt. Finde ich toll von Helga, einen wildfremden Mann von der Straße zu holen. Wie hat sie das bloß gemacht? Und noch dazu auf Strümpfen. So, hier ist er. Und jetzt gib mir mein Pfand zurück. Bitte, Helga. Und wenn ihr euch nochmals sowas Verrücktes ausdenkt, spiele ich nicht mehr mit. Hm.
Der haut uns noch die ganze Wohnung kaputt. Was macht er erst, wenn er merkt, dass wir ihn auf die Schippe genommen haben? Psst, sei doch ruhig. Ich gehe wieder hinein und buxiere ihn raus, bevor er was merkt. Willi, wo bist du? Hier! Komm her, du Courage hast, hä? Sie müssen schon entschuldigen, mein Herr, aber... Sind Sie uns nicht böse. Wir haben eine kleine Party und spielen Pfänder. Ja, dann seid ihr also gar keine Gangster. Gangster, so viel ich weiß nicht. Aber vielleicht dürfen wir Sie einladen, mitzufeiern. Trinken wir ein Glas Sekt auf den Schreck. Sekt, ja. Aber erst muss ich mal meine Schuhe anziehen. Du, Werner. Warum hast du eigentlich gerade mich lieb? Bitte? Das verstehe ich nicht ganz. Ausgerechnet mich, die Ellie Nölles. Ach so. Ja, weil nur die Ellie Nölles einen so ansehen kann. Und weil nur die Ellie Nölles eine so süße Stupsnase hat. Noch mehr. Sag noch mehr. Was denn? Warum du mich magst. Ja, mein Schäfchen, weil ich ein Widder bin. Und ein Widder gibt nicht eher Ruhe, bis er sein Schäfchen gefunden hat. Ach du. Sag mal, hast du eigentlich Ärger oder Kummer im Geschäft gehabt? Du bist manchmal richtig ein bisschen nervös. Weißt du, die Situation ist bloß so scheußlich. Schau mal, kaufe ich deinem Vater das Haus vor der Nase weg, dann... Dann hat er eine Stinkwut auf dich, das ist klar. Nee, und kaufe ich es nicht, hat mein Chef eine Stinkwut. Ah. So, jetzt muss ich aber gehen. Du, noch einen Augenblick. Dafür muss immer Zeit sein. Du, wenn das Vater wüsste. Der kam ja überhaupt nicht zum Schießen. Soll ich euch den Krimi mal erzählen? Ja, fein. Also die Sache war so. Der Mops war dem Kriminalkommissar schon längst verdächtig. Er roch nach dem gleichen Parfum wie die Schlossherrin. Als er nun eines Nachts an irgendeiner Straßenecke herumschnüffelte... Der Detektiv? Nein, der Mops. Ach so. Meine Damen und Herren, Sie lachen. Aber so ist das Leben. Was? Mein Mann war überhaupt nicht auf den Kegelabend. Nee, da war ich allein. Der war doch bei dem Lockvogel. Was denn für ein Lockvogel? Die Dame mit dem Hündchen. Ich hätte Ihnen ja auch ja nichts gesagt, Frau Nölles, aber jetzt, wo es schon so spät ist, da habe ich auch Sorgen. Wo ist das Haus? In der Platanenallee. Die Person will ich kennenlernen. Die würde mich auch interessieren. Sie geben Sie mir erst einmal die Rechnung. Es waren 18 Stück, Frau Schönberg. Ach, guck mal an. Dann habe ich aber jetzt die nötige Bettschwere. Komm, Juppie. Sie sind mir die Körnchen von der Miete ab. Wie immer, Frau Schönberg. Wie immer. Aber ein schneller Feuer. Ja. Lockvogel. Mach schnell, Juppie. Ja, ich komm schon. Gute Nacht. Eine vornehme Gegend. Bisschen unheimlich. Das ist das Haus von Nölles. Schnell. Juppie, schnell. Oh, das Erzählen bin ich gewohnt. Ohne Sie wird Abend halb so nett geworden, Herr Willi. Man tut, was man kann, Fräulein Helga. Und nochmals herzlichen Dank, wie reizend Sie auf all den Unsinn eingegangen sind. Also mir hat der Abend noch viel mehr Freude gemacht als Ihnen, Frau Helga. Schlafen Sie schön. Sie auch. Tada. Ich bin doch ein guter Mensch. Juppie! Du, hab ich dir wehgetan? Hast du auf mich gewartet? Warum bist du nicht reingekommen? Das Mädchen war ein steiler Zahn. Mariechen, aber nichts sagen, ne? Ist gar nicht mehr nötig. Mariechen, du... Mariechen wird mit jedem steilen Zahn fertig, das wirst du gleich sehen. War das der Lockvogel? Ja, das heißt nein, sondern... Aha. Nein, nicht aha, nicht das, was du meinst. Ich hab doch auch geglaubt zu sein, Lockvogel. Ja, warum schreist du denn so? Wer schreit denn hier? Ich schrei doch ja nicht. Sei doch nicht immer so pingelig. Jetzt reicht's mir. Komm nach Haus. Aber es liegt doch klar auf der Hand, wenn eine Frau einen Mann nachts in ein dunkles Haus lockt, dann weiß man doch, dass sie gleich einen Colt aus der Tasche zieht. Natürlich. Und wenn man so wie ich kriminalistisch kombiniert, dann weiß man doch, wo der Hase im Pfeffer liegt. Da!
Mariechen. Zu jung zum Schießen. Mord im Kühlschrank. Harte Dirnen, weiche Birnen. Das kommt jetzt alles ins Feuer. Kannst von mir aus alle verbrennen, ich kenne dich alle auswendig. Ja. Wer schrie um Mitternacht? Mariechen, bitte, bitte den nicht. Ich weiß noch nicht, wer geschrien hat, der bitte. Der muss auch weg. Du solltest dich schämen, nichts anderes zu lesen als solche Schmöker wie ein Halbstarker. Halbstarker, es gibt ganz berühmte Männer, die lesen jeden Abend im Bett einen Kriminalroman. Ja, wenn du einmal berühmt bist, dann darfst du das auch. So, und der Name des Lokals wird auch geändert. Mariechen, du kannst mich nicht für die Leute blamieren. Du bist der gemütliche Wille und bleibst der gemütliche Wille. Und so heißt auch das Lokal wieder. So gemütlich bin ich doch gar nicht. Also in Zukunft die Wahl. Entweder mich oder die Schmöker. Na ja, dann die Schmöker. Was? Verbrennen. Mariechen. Ich komm ins Bett, es ist schon spät geworden. Ja. Geh nur abschließen. Ohne Krimi kann ich bestimmt vor lauter Aufregung nicht einschlafen. Bitte dann lies. Aber ich... Nein, nein, Mariechen, ich tue es ganz bestimmt nie mehr wieder. Oh ja. So, bitteschön. Nach einem so netten Essen sollte man eigentlich noch ein bisschen ins Grüne fahren, aber Sie müssen ja arbeiten. Das tue ich ja gern. Meine Arbeit ist bunt, interessant, macht mir Spaß. Ihre Berufsauffassung wünschte ich einigen meiner Untergebenen, aber es gibt ja heute unter den Leuten kein Verantwortungsgefühl mehr dem Betrieb gegenüber. Umso seriöser ist ja der Herr Direktor. Aber ich muss mich beeilen. Also wie gesagt, heute Abend kurz vor 20 Uhr im Vestibül des Theaters. Aha. Auf Wiedersehen. Bitte, und wohin, vermuten Sie, ist Ihre Frau Gemahlin mit Ihrem Chauffeur gefahren? An die Riviera wahrscheinlich. Riviera. Riviera. Da sage ich ja, Riviera. Im Übrigen ist mir das ganz egal. Gut, wir werden den Aufenthaltsort des verschwundenen Pärchens ausfindig machen. Als Vorschuss bekommen wir 5% vom Wert der verschwundenen Sache. Tja, wie viel ist denn meine Nuckelbinne noch wert? Sagen wir 5.000 Mark. Das war aber Spaß. Mehr ist denn Ihre Frau Gattin nicht wert? Tja, wer redet denn von meiner Frau? Mein Auto möchte ich wieder haben. Also, ja, also das wären dann 5% von 5.000 Mark, das wäre also 2 im Sinn, das wären 500 Mark. Tja, Moment mal, nach Adam Riese, 250, bitte. Sehr richtig, Irren ist menschlich. Nicht? Abgemacht, Sie werden von uns hören. Danke. Hallo, Goldstück. Ach, das ist die neue Frau, Direktor. Der frühere Chef der Detektei ist leider eingegangen. Vor kurzem verstorben. Angenehm. Schön. Neuer Kunde. Ja. Platz hast du? Er wollte nur sein verschwundenes Auto wieder haben. Vorschuss gezahlt? Mhm. 250. Ah, komm schon. Bitte schön. Gut, dann teile ihm nach 8 Tagen mit, trotz gründlicher Ermittlungen, keine Anhaltspunkte für Aufenthaltsort des Autos gefunden. Genau. Goldstück. Warum? Hm? Wo sind die Jungs? Nimm an. Du musst noch viel lernen, Baby. Guckt mal, was euch Muttern mitgebracht hat. Mensch, Schlüssel vom Tresor. Wo steht denn der? Verwaltungsgebäude eines Versicherungskonzerns. Und was ist denn drin? Ein paar zigtausend. Nachtwächter macht seine Runde so gegen 2 Uhr nachts. Prima, da brauchen wir nicht schweißen. Dann mach schon deinen Abdruck. Von wem hast du den Schlüssel? Von einem Herrn abgeschraubt. So, von einem Herrn? Wo wohnt er? Wie heißt er? Keine Kommentare, Othello. Goldstück ist ein steiler Zahn, wa? Lass das, Baby! Also wartet nicht so lange mit dem Tresor. Wer weiß, wie lange wir hier noch die Herren sind. Okay. Juppie. Ja? Ein Brief vom Notar. Ich hab geerbt. Was? Gratuliere. Nicht so laut.
Vor einem halben Jahr ist ein Onkel von mir gestorben. Was denn für ein Onkel? Oskar hieß der. Ich habe ihn selber kaum gekannt. Ich habe auch ja nicht gewusst, dass der ein Detektivbüro hatte. Ein Detektivbüro? Ja, und das habe ich geerbt, du. Das ist ja großartig, Willi, wenn der das verkauft. Bist du verrückt? Du, sowas wünsche ich mir schon ein Leben lang. Den Leuten mal zeigen, was er ein richtiger Detektiv ist. Mal selber Killer jagen, mit blauen Bohnen um mich schmeißen. Davon träume ich, seitdem ich meine erste Kriminalroman gelesen habe. Und was sagt deine Frau dazu? Die macht ihr Haktes aus mir. Du, Mariechen, darf nie ein Wort erfahren, nie, verstehst du? Nur du. Und du hältst am Mund. Ja, dazu bin ich doch da. Ja, aus diesem Fach 40.000 Mark, Generaldirektor. Peinlich, sehr peinlich. Nicht nur wegen des Geldes, aber der Verdacht, der jetzt auf Direktor Schieß gefällt. Er war der Einzige, der die Schlüssel hatte. Es bleibt nur zu hoffen, dass da kein Zusammenhang besteht mit dem Verschwinden der Schmuckstücke neulich auf Ihrer Party. Ja, ja, eben, daran habe ich auch gerade gedacht. Direktor Schieß war an jedem Abend einer meiner letzten Gäste. Herr Generaldirektor, ich finde keine Erklärung für diesen Diebstahl. Ich habe zwar kürzlich einmal den Tresorschlüssel vermisst, habe ihn aber in einem anderen Jackett wiedergefunden. Ich werde mit dem Wächter noch mal sprechen, ob er wirklich vergangene Nacht nichts gehört hat. Ja, tun Sie das. Es ist schrecklich. Eigentlich müssten wir jetzt die Polizei verständigen. Aber das kommt gar nicht in Frage, Doktor. Wir müssen den Fall völlig privat klären. Gut. 10.000 für den Baron. Danke sehr. 10 Riesen für Pfeife. 10 Riesen für Baby. Und 10.000 für eure Schnurrbewohner. Nett von dir, dass du auch für dich nur 10.000 behalten hast. Wieso? Schließlich habe ich doch die 40.000 Eier abgehakt. Dafür müsst ihr eigentlich 1.000er mehr bekommen. Ja? Na, dann gib deine Scheinchen mal wieder her. Hier, kriegst 1.000 weniger, weil du gemeckert hast. Bei mir nicht drin, verstehst du? Sehr richtig. Du, hör mal. Ja? Was willst du denn vom Goldstück? Was hast du denn mit Schnuddelpuppe? Nichts. Dein Glück. Sonst hätte ich dir auch die Schnauze poliert. Aber kräftig. Na, ist doch eine feine Sache, so ein Detektivbüro, ne? Die schönste Tarnorganisation, die man sich wünschen kann. Schade, dass der Chef nicht früher eingegangen ist. Ja, was machen wir, wenn der neue Inhaber kommt? Besprechen wir beim Whisky. Ja. Hallo. Hallo. Sind kein Mensch hier? Schöner Saustall. Auf die 40.000 Weise. Was hast du denn als nächstes auf der Pfanne, Goldstück? Wieder im besseren Herrn, ganz große Klasse. Vom Finanzamt. Richtig, die haben ja das meiste Geld. An der Quelle sitzt der Knabe. Na, meine Herren. Mein Erscheinen überrascht Sie wohl. Kommt drauf an, wer Sie sind. Mensch, der ist von der Kripo. Mich doch, den legen wir lautlos um. Na, 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 bitte, bitte, was soll denn das, meine Herren? Lassen Sie das, bitte, ja? Sie sind entlassen. Entlassen? Sind Sie nicht von der Kriminalpolizei? Aber nein. Ach, ich weiß. Sie sind der neue Besitzer. Jawohl, Herr Nulles. Ach, ich bitte tausendmal um Entschuldigung. Aber wissen Sie, meine Herren, sind es so gewohnt, in jedem Menschen ein Verbrecher zu sehen. Also dafür habe ich ja das größte Verständnis. Freut mich, meine Herren, freut mich. Freut mich gleichfalls. Ich bin Erna Gregor, die Geschäftsführerin. Aha. Und das sind meine Mitarbeiter. Herr Gottfried Bohnen. Spezialist für Trickdiebstähle. Herr Walter Schneppe. Experte für diskrete Beobachtung. Sehr schön. Und Herr Ernst Abelmann. Fachmann für schwere Einbrüche. Freut mich, meine Herren, freut mich, Sie kennenzulernen, ja. Aber ich hoffe, Sie haben auf dem Gebiet der Kriminalistik schon einiges hinter sich. Ja, Anfänger sind wir jedenfalls nicht mehr. Herr Direktor Nulles, wenn ich Sie so nennen darf. Oh ja, Gott, den Nulles könnten Sie weglassen. Ja, hätten Sie nicht die Absicht, die Detektei Lux an uns zu verkaufen? Umso mehr, als die Branche für Sie ja völlig fremd und neu ist. Sie irren, meine Herrschaften. Im Gegenteil, ein Verkauf kommt nicht in Frage. Wir werden also gemeinsam mit mir als Chefdetektiv den Kampf gegen das Verbrechertum aufnehmen. Wir werden uns nur mit den großen Fällen befassen. Kein kleiner Popelkram. Dank der wirtschaftlichen Entwicklung der Welt macht die Kriminalität gewaltige Fortschritte. Ja. Wir werden also mit einem guten Geschäftsgang rechnen können. Und nun, meine Herrschaften, möchte ich von meiner Erbschaft eine Bestandsaufnahme machen. Schön. Das ist also der Chefschreibtisch. Nanu? 11.000 Mark? Die liegen hier so frei herum?
Also, meine Damen und Herren, es tut mir leid, dass ich gleich so anfangen muss, aber das ist eine Schlamperei. Das Geld gehört auf die Bank. Sehr richtig, Herr Direktor. Darf ich es Ihnen hinbringen? Danke, das werde ich schon selber besorgen. Als neuer Chef der Detektei habe ich auf der Bank sowieso einige Unterschriften zu leisten. Herein. Ah, guten Tag. Ich möchte gerne den Chef der Detektei Lux sprechen. Bitte? Treten Sie ein. Lassen Sie uns allein. Ich begrüße Sie. Mit wem habe ich das Vergnügen? Mein Name tut nichts zur Sache. Nennen Sie mich Schulze oder Meier oder wie Sie wollen. Bitte. Wie Sie wünschen. Danke. Herr Meier, womit kann ich dienen? Ja, es handelt sich um eine äußerst diskrete Angelegenheit. Ach, diskret. Bleibt vollkommen unter uns. Großes Ehrenwort. Bitte. Aus dem Tresor unserer Firma sind 40.000 Mark verschwunden. 40.000 Piepen? Gott, das ist ganz einfacher Diebstahl. Naja, also, wir geben uns ja sonst nur mit den schweren Fällen ab. Mord und Totschlag, aber... Bitte, erzählen Sie ruhig weiter. Was machen wir jetzt? Also, keine Sorgen, Jungs. Herr Nölles, der ist völlig harmlos. Wenn der wüsste, dass er nicht nur Chef eines Detektivbüros ist. Sondern auch Chef einer Gangsterbande. Gangster? Wer ist denn hier Gangster? Na, niemand, Baron. Also, halt doch gefälligst deine dämliche Schnauze. Friede, Jungs. Schaltet mal ein. Yeah. Und der Mann, den wir als Dieb des Geldes und der Schmuckstücke im Verdacht haben, heißt Erich Schieske. Erich Schieske. Erich Schieske? Kennst du denn den? Woher kennst du denn den? Wann hast du denn den kennengelernt? Baron, das geht dich einen feuchten Honig an. Erlaub mal, Goldstück. Schließlich habe ich... Na, was hast du denn, Baron? Na, was denn? Ach, gar nichts. Hör mal lieber zu. Vor allem möchte ich Sie nochmals um absolute Diskretion bitten. Aber selbstverständlich, Herr Meier, oder wie Sie sonst heißen mögen. Die Detektei Lux lebt ja von der Diskretion. Was in diesem Raum gesprochen wird, erfährt außer Ihnen und mir keine Menschenseele. Denkst du? Die Wände sind hier völlig schalldicht. Und... Jetzt hat Herr Knirsch das Mikrofon im Tippenfass abgeschaltet. Im Hinblick auf das gefährdete Prestige meiner Firma, ist sie bereit, Ihnen ein Erfolgshonorar zu zahlen, das in keinem Verhältnis zur Höhe der gestohlenen Summe steht. Also mit 20.000 könnten Sie schon rechnen. Naja, aber die Spesen extra. Bitte, einverstanden. Glücklicherweise sind die Nummern der gestohlenen Banknoten notiert worden. Ich denke mir, dass das bei Ihren Untersuchungen wesentlich helfen wird. Na, das macht die Aufklärung des Falles direkt zu einem Kinderspiel. Ja. Wissen Sie, sonst überlasse ich ja solche Bagatellsachen meinen Mitarbeitern. Aber diesen Fall werde ich mal persönlich unter die Lupe nehmen. Was hast du denn da gekauft? Das zeige ich dir mal hier. Was? Oh, wenn das Ding nur losgeht, ist das nicht gefährlich? Nein, der ist zur Kennzeichnung von Verbrechern. Wenn man damit schießt, kommt ein dünner Strahl farbiger Flüssigkeit herausgespritzt. Der geht von der Haut überhaupt nicht mehr ab. Höchstens nach 3 bis 4 Wochen. Oh, das ist ja toll. So was habe ich noch nie in der Hand gehabt, du. Bist du verrückt, du? Das war der Polizeipräsident. Nix wie weg hier. Komm! Wenn du diese Zentnerschmierseife benutzt, so schnell wird der nicht wieder weiß. Und wohin jetzt? Wir nehmen uns ein Taxi und fahren ins Hotel Astoria. Da soll unser Direktor Schickse eine Besprechung haben. Ne? Na, komm. Hat die Versicherung unter der Voraussetzung einer 6%igen Verzinsung einen Kredit von 5 Millionen zugesagt? Verzeihen Sie, hier soll ein Herr Schickse sein. Tut mir leid. Wohl ein Herr Direktor Schiske. Dort steht der Rat. Ja, meine Herren. Also? 5 Millionen, aber rückzahlbar in 10 Jahren mit je 500.000 Mark. Genau so habe ich mir den vorgestellt. Typische Verbrechervisage. Wir setzen uns unauffällig in die Ecke hier. Und warten. Und vor allen Dingen leise, bitte. Hallo, Fräulein, bei gute Zigarren. Alter Mund. Zu 80, bitte. Sind das die teuersten? Nein, die teuerste kostet 2 Mark. Dann die. 5 Stück, bitte. Was? 2 Mark ein Stück?
Du bist aber großzügig. Selbstverständlich, Juppie. Spesen. Irgendwie muss die Pfeife doch qualmen. Oh, 100 Mark. Hoffentlich kann ich rausgeben. Ich hab's leider nicht, Kleiner. Ja, es geht. Bitte. Danke. Darf ich Ihnen den Hut abnehmen? Nein, danke. Ja, dann können Sie ihn vielleicht absetzen. Auch nicht. Wissen Sie, bei mir zieht's da oben immer. Na, dann bitte. Seit wann, Willi? Ach, Quatsch. In dem Hut habe ich doch meine Geheimkamera eingebaut. Hier, an der Stelle. Guck mal ganz genau. Tatsächlich. Und durch ein unauffälliges Minenspiel kann ich die auslösen. Pass mal auf. Wirklich? Gib acht, ich mache diese Malereienaufnahme vom Hotel. Das ist ganz einfach. Ganz unauffällig. Hat kein Mensch gemerkt. Wie eine Luftaufklärer. Lass dich bloß nicht einmal abschießen. Nee. Willi. Willi, bist du schwindelig? Nee. Zu viel geknipst. Telefon bitte, mein Herr. Jetzt nicht. Keine Zeit. Verzeihen Sie. Bitte später. Die Taxe ist da, mein Herr. Schon gut, schon gut. Soll warten. Soll warten, recht so. Der hat es aber eilig. Mein kriminalistisches Kombinationsvermögen sagt mir sofort, die Eile ist verdächtig. Der Mann hat etwas Geheimnisvolles vor. Alter Mund. Da kommt deine Direktor Schickse. Los, ihm nach. Aber unauffällig. Leise. Ah! Oh, 50 Mark. 50 Mark. 8, 9, 10, 30, 50. Dankeschön. Könnte ich mal den 50-Mark-Schein sehen, mit dem der bezahlt hat? Ja. Ist er falsch? Falsch nicht. Aber gestohlen. Ja, dann bin ich den 50-Mark-Schein los. Keine Angst, wir haben so einen neuen. Der ist ehrlich verdient. Juppie, juppie, was soll ich dir sagen? Willi Nölles hat ihn schon. Wirklich? Ich habe immer gewusst, an mir ist ein Sherlock Holmes verloren gegangen. Du, mein Erfolgshonorar ist mir sicher. Ja? So schnell habe ich noch nie Geld verdient. Ja, und da lässt du der Mann so einfach laufen? Aber dann habe ich doch auf, da oben auf meiner Mattscheibe. Du musst doch ehrlich zugeben, den habe ich schneller zur Strecke gebracht wie ein Polizeihund. Hier? Na komm, Juppi. Also noch ein winzig Körnchen. Das aber dann heute Morgen das allerletzte. Na, wirklich, Frau Schönberg? Wirklich, Frau Nelles. Ich habe hier mein Mittagessen schon auf dem Herd stehen. Ah, Frau Schönberg, gut, dass ich Sie treffe. Sagen Sie mir bitte mal, was zahlt Ihnen die Versicherung für Ihr Haus? Doch rund 100.000, das wissen Sie doch. Na gut, zahle ich auch. Und zwar 80 Catch on the Table und 20 lasse ich als Hypothek stehen. Einverstanden? Aber Fati, ja? So viel hast du doch gar nicht auf der hohen Kante. Mutti, du kennst meine hohe Kante noch nicht. Hab ich. Natürlich nicht im Augenblick. In ein paar Tagen. Ach, Herr Nölles, das freut mich aber. Darauf wollen wir doch dann sofort und all miteinander noch ein Körnchen trinken. Aber dann auf meine Rechnung. Aber gern, aber dann für mich ein Doppeltes. Ja, dich sieht man ja überhaupt nicht mehr. Gestern warst du auch den ganzen Tag unterwegs. Ach ja, weißt du, Mutti, es ist so wahnsinnig viel zu tun auf der Gastwirt. Ich meine, bei der Innung, bei den Kollegen. Ich meine, auf der Gastwirtsinnung. Ja, ja, hoffentlich gibt sich das bald. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Mahlzeit zusammen. Mahlzeit. Mahlzeit, Frau Schönberg. Mahlzeit, Fräulein Elli. Na, dann will ich jetzt auch mal gehen. Ziehe Sie die Körnchen von dem Miet ab. Wie immer, Frau Schönberg, wie immer. Fräulein Elli, grüße Sie Herrn Dr. Meier von mir. Sie, das ist ein netter Kerl. Der tät mir auch noch gefallen, wenn ich noch jung wäre. Was? Dr. Meier? Ist das vielleicht der Syndikus von der Versicherung? Den kennst du? Nein, den hat Elli zufällig und ganz flüchtig
mal in der Wohnung von Frau Schürenberg gesehen. So ein Strolch, so ein Halsabschneider. Vater, ich finde ihn eigentlich ganz nett. So, auch das noch. Wohlmöglich klemmt er sich wohl hinter dich, damit du mich weich machen sollst, damit ich ihm ein Vorkaufsrecht abtreten soll. Aber Vater... Ich hoffe, so ein Mann existiert für dich nicht. Nein, natürlich nicht, Vater. Will ich auch sehr hoffen. Mahlzeit. Mahlzeit. Wir sollen schon anfangen, der Frau Nöllis kommt zuvor. Ja. Mir ist schon der ganze Appetit vergangen. Ja. Ich muss verreisen. Ich kann nicht gleichzeitig Wirt und Chefdetektiv sein. Wo willst du dann hin? Nirgendwo. Ich bleibe in der Stadt. Meiner Frau sagen wir einfach, wir müssten zu einer mehrtägigen Verbandstagung. Wir? Ja, du überhaupt. Ich brauch dich doch, wenn ein neuer Fall passiert. Und ich hoffe bestimmt, ein großes Geheimnis für das Verbrechen. Und das werden wir beide dann zusammen verscherlokolmsen. Aber Doktor, wir müssen das Haus mit dem Restaurant haben. Es ist weit und breit der beste Platz für ein neues Verwaltungsgebäude. Ja, aber man kann ja dem Mann nicht die Pistole auf die Brust setzen. Aber Doktor, ein Versicherungskonzern arbeitet doch nicht mit Pistolen, sondern mit Taktik und mit Geld. Ja. Bieten Sie dem Mann eine anständige Summe und er wird uns sein Vorkaufsrecht abtreten. Naja, nur Geld interessiert ihn nicht, er will selber das Haus, weil die Gastwirtschaft seit 40 Jahren bereits in der Familie ist. So. Passen Sie auf, Doktor. Ich gebe doch am Samstag eine große Gesellschaft. Auf ein paar Gäste mehr oder weniger kommt es mir dabei nicht an. Ah ja, ich verstehe. Ich soll im Namen der Direktion das Ehepaar Nöllis einladen. Ganz richtig. Mit Privatbriefbogen und so, da fühlen Sie sich geschmeichelt. Und bei der Gelegenheit wollen wir uns dann die Leutchen persönlich mit ein paar netten Worten vornehmen. Mhm. Was halten Sie davon? Sehr gut, ich werde sofort die Einladung veranlassen. Noch etwas, Doktor. Ja? Zu der Party kommt doch auch Direktor Schieske. Es wäre doch sehr peinlich, wenn da wieder Schmuckstücke verschwinden würden. Na, inzwischen nichts passiert. Ich meine, neuer Auftrag, ein Mord, eine Erpressung, ein betrügerischer Bankrott, ein Seitensprung. Leider nein, Herr Direktor. Wissen Sie, bei uns gibt es auch so etwas wie eine Saison. Und die Saison für Morde, Raubfälle und so weiter geschieht meistens im Spätherbst. Und die für Seitensprünge etc. bitte im Frühjahr, die hält dann gewöhnlich an bis zum Ende der Sommerferien. Nur betrügerische Pleiten, die sind von den Jahreszeiten unabhängig. Dann wollen wir inzwischen das andere erledigen. Schreiben Sie an Herrn Dr. Meyer. Mit weichem E-I-A-I-A-Y. Mit hartem Ei, mit Y natürlich. Und bitte recherchieren Sie mal, mit welchen Damen dieser Herr sich trifft, ob da ein junges Mädchen dabei ist. 18 Jahre, klein, schwarzhaarig, mit Pferdeschwanz. Ellie heißt sie. Er ist Syndikus beim Attracta-Konzern. Wird sofort festgestellt, Herr Direktor. Herein. Lassen Sie uns allein. Bitte. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, mein lieber Herr Meyer. Oder wie Sie sonst heißen mögen, ist ja auch egal. Aber fahren Sie nicht um. Ich habe Ihren Herrn Schickse in Flagranti erwischt. Was? Ich habe der... Oh, mein Personal ist aber wirklich zu aufmerksam. Immer machen Sie mir die Tintenfassdeckel auf und ich schreibe doch mit Kugelschreiber. Ja, ja, ja. Sie haben Direktor Schieske schon überführt? Jawohl, ich habe ihn dabei erwischt, wie er mir einen gestohlenen 50-Mark-Schein bezahlt hat. Donnerwetter. Nämlich wirklich schnelle Arbeit. Ja, so schnell arbeitet außer Scotland Yard nur die Detektei Luxe. Übrigens, wann könnte ich da mit meinem Erfolgshonorar rechnen? Wissen Sie, ich dränge ja sonst nicht mit dem Inkasso meiner Honorare, aber ich habe da gerade eine größere Investition vor. Ein Apparat für Fingerabdrücke. Ja, 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 kriegen Sie natürlich sofort. Sind Sie auch sicher, dass es Direktor Schieske war? Na bitte, überzeugen Sie sich selbst. Der gestohlene 50-Mark-Schein. Ja. Ein Geheimfoto von ihm. In Vergrößerung natürlich. Ja, Moment, aber das ist doch... Ihr Schieske, wie er leibt und lebt. Bitte Sie, das Generaldirektor Doppelmann. Wieso? Also der kommt als Dieb unter gar keinen Umständen in Frage. Ja, wie kommt er denn zu den gestohlenen 50 Mark? Das überlege ich mir auch. Kommen Sie doch mal her. Ja, bitte. Sehen Sie den Mann da unten? Ja. Zu dem Ihre Sekretärin gerade ins Auto steigt? Ja. Das ist Direktor Schieske. Ach so. Na ja, den verfolgen wir natürlich auch, wie Aha. Sie sehen. Die Detektei Lux verfolgt überhaupt alle. Wer da glaubt, er sei ein Fuchs, macht die Rechnung ohne Lux. Ist von mir, ist gut, ja. Wir haben überhaupt jeden in Verdacht. Wo kein Verdacht ist, ist kein Täter. Klar? Köpfchen. Prinzip von mir. Über das Prinzip lässt sich streiten, aber wenn Sie damit Erfolg haben, bitte. Immer. Ich bin doch 10 Jahre bei Edgar Wallace in der Schule gewesen. So, na das ja. ist natürlich enorm. Diese Ausbildung hat nicht jeder Detektiv. Eben. Ich verdächtige mal grundsätzlich
jeden Menschen. Und dann weise ich nacheinander die Unschuld jedes einzelnen Verdächtigen nach. Wie in Ihrem Falle die Unschuld Ihres Generaldirektors. Mhm. Und wer dann übrig bleibt, das ist der Täter. Ja, ist natürlich auch ein Weg. Todsicher. Mhm. Ja, mir ist noch keiner entschlüpft. Meine Maschen sind zu eng. Na, dann kann ja meine Firma wohl auch noch Hoffnung haben, ja? Auf alle Fälle. Na, fantastisch. Passen Sie auf, jetzt was anderes. Zum Wochenende gibt der Generaldirektor eine größere Gesellschaft. Tja, eigentlich müsste ich schon wieder im Büro sein, aber Sie bringen nicht nur meine Zeit, Sie bringen mein ganzes Leben durcheinander, Fräulein Gregor. Bleiben Sie mal hübsch mit beiden Füßen auf der Erde, Sie großes Kind. Glauben Sie, einer erfahrenen Frau, das Leben ist reich an Enttäuschungen. Sie würden immer nur Erfüllung sein können. Aber, solche faustigen Komplimente am helllichten Morgen. Das werden Sie mir erst am Abend erzählen. Wie lange bleibt ihr fort? Bis wir den Hund haben. Was denn für einen Hund? Ach, ich meine den Hund vom Finanzministerium, bis wir ihn auf der Verbandstagung so weit haben, dass er unsere Getränkesteuer streicht. Ja, bis wir ihn haben. Der Mund. Mach unterwegs keine Dummheiten. Aber Mariechen, ich mach doch keine Dummheiten. Seid doch nicht immer so pingelig. Wenn ich dich kennengelernt habe, habe ich mich für keine andere Frau mehr interessiert. Na, höchstens mal am Rande, ne? Was denn für ein Rande? Ja, glaubst du mir nicht? Seit dem letzten Lockvogel nicht mehr so ganz. Dass du mir das Weib immer unter die Nase reiben musst. Das ist heute zum ersten Mal, dass ich reibe. Oh, das ist noch viel zu viel. Ein Ehemann ist in solchen Dingen sehr empfindlich. Das bist du nicht so pingelig. Hm. Und eins musst du mir versprechen. Ja? Kauf dir unterwegs keinen Krimi. Aber Mariechen, darüber bin ich doch längst hinaus. Ich würde sagen, hinweg. Ich schwöre dir, seit damals habe ich keinen Krimi mehr in der Hand gehabt. Ich glaub dir auch. Bin auch sehr froh darüber. Gut. So. Und jetzt reist schön. Ja. Wiedersehen. Das ist für dich, Juppi. Wiederschauen. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Nölz. Ich pass schon gut auf uns auf. Ja, gut. Ich komme mir zu albern vor mit dem Bart. Mit Recht. Stell dir vor, der Zufall will's, wie begehe ich in meiner Frau. Die Dame muss er nicht erkennen. Muss ich dir jetzt immer tragen? Nee, nachts kannst du ihn ablegen. Ja, bitte? Oh, wie sehen Sie denn aus? Von vorne hätte ich Sie in der Verkleidung nicht wiedererkannt. Wieso denn von hinten? An Ihrem Rücken und Ihrem Nacken. Vielleicht ist doch besser der Klipselbart von hinten ab. Also, Herr Direktor, der Dr. Meyer, den ich beobachten soll, ist ein hochanständiger Mensch. Er lebt in geordneten Verhältnissen, hat nur eine Freundin, die vermutlich auch heiratet. Wie heißt dieses Mädchen? Wie Sie schon sagten, Ellie. Sie ist die Tochter eines Gastwirts. Er schwafelt seinen Gästen da und um das Zeug voll. Zählt ihnen Romane. Aha. Man sagt, er hat nicht alle Tassen im Schrank. So. Ja, ich dachte, die Nachricht interessiert Sie. Ich sehe Sie nachher im Büro. Ja, ja, ja. Nicht alle Tassen im Schrank. Das verstehe ich nicht. Die Leute müssen mich mit dir verwechseln. Dann ist die Ellie also doch mit diesem Dr. Meyer. Na, die kann sich auf was gefasst machen. Da ist sie ja schon. Ellie! Hey, die darf dich doch nicht erkennen. Ach so. Verzeihen Sie, meine Herren, haben Sie Ellie gerufen? Nichts verstehen Deutsch. Die sind mir ruhig, ja, bei dir. Und schau mal, was soll man machen? Verzeihung, Hausländer. Jetzt ist er. Ja, ja, schön. 40 Personen und nur meine kleine Schnucke ist wieder nicht eingeladen. Aber Frauchen gibt dir was vom kalten Buffet. Kommen nette Leute? Ja, natürlich. Ein paar Ausländer sind auch dabei. Und selbstverständlich Dr. Meyer. Und selbstverständlich der liebe Dr. Meyer. Ja, ich habe übrigens Auftrag erteilt, das Aushilfspersonal zu engagieren. Herr Generaldirektor Dobelmann gibt sich die Ehre, Herrn und Frau Nölles zu einem Empfang in seinem Hause Platanenallee 65 einzuladen. Dobelmann, wer ist das? Das ist doch der Chef von dem Versicherungskonzern, der das Haus kaufen will. Gut, dass Vati nicht da ist. Willst du denn hingehen? Natürlich. Vielleicht kann ich bei der Gelegenheit mit dem Mann ein paar Worte privat reden. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, von dem Hauskauf Abstand zu nehmen. Das wäre natürlich schön. Dann hätte Vati doch keinen Grund mehr, auf Werner böse zu sein. Kleines, wie wär's, wenn du mitkämst? Oh ja, Mutti. Werner hat am Samstag sowieso keine Zeit für mich. Was machen wir? Ich habe mir gedacht, dass ich als Kellner an der Party teilnehmen werde. Ich habe somit Gelegenheit, Herrn Schieske unauffällig zu überwachen. Naja, das ist gar keine schlechte Idee, aber
Können Sie denn servieren? Ja, nur einigermaßen, aber allein schaffe ich sowieso nicht. Ja. Aber ich habe einen ausgezeichneten Mitarbeiter, der gut servieren kann. Na bitte, bringen Sie ihn mit. Ja. Und am besten auch gleich alle anderen. Je mehr Leute nämlich auf der Party aufpassen, dass kein Schmuck verschwindet, desto besser. Großartig. Wenn meine Unterdetektive an der Gesellschaft teilnehmen, garantiere ich dafür, dass nicht das kleinste Schmuckstück verschwindet. Gut. Worauf du dich verlassen kannst. Barbarien, Leute. Da können wir mal richtig abstauben. Ob ich die Männer als Bedienungspersonal einsetzen kann, weiß ich noch nicht. Vielleicht als angebliche Gäste. Bitte? Und als was? Das ist zunächst der Junge, Walter Schnippe heißt er. Ja. Der mit dem dämlichen Gesicht. Was sagt der? Ja. Dämliche Gesicht? Na ja, er spricht von dir. Der Chef hat einen sicheren Blick. Am besten, wir machen aus ihm einen ausländischen Diplomaten. Bei dem Beruf hält man jeden Mann für bedeutend. Ganz egal, wie er aussieht. Ich muss sagen, der neue Chef hat wirklich Menschenkenntnis. Dann ist da der Dicke. Mit dem Nilpferdkopf. Ernst Abelmann heißt er. Wenn er kein Detektiv wäre, könnte man glauben, er hätte schon ein halbes Dutzend Tresore geknackt. Bloß ein halbes Dutzend? Frechheit. Aber der versteht sich gut zu verkaufen. Na, dann führen Sie ihn doch als Antiquitätenhändler ein. Die verstehen das auch. Na gut. Und der Dritte? Heißt Gottfried Bohne. Jetzt bin ich dran. Der Elegante scheint der tüchtigste von allen dreien zu sein. Er versteht wirklich was von Menschen. Obwohl auch der aussieht, als wenn er das Pulver nicht erfunden hätte. Stimmt. Na, dann eignet er sich ja fantastisch zum General irgendeiner Diktatur. Großartig. Ja, das wäre dann ja wohl alles, was wir zu besprechen hatten, glaube ich. Verlassen Sie sich ganz auf mich. Wir werden dafür sorgen, dass nichts, aber auch gar nichts auf dieser Party gestohlen wird. Hoffentlich. Wiedersehen bis Samstag. Wiedersehen, Herr Meier. Benehmt euch doch. Dürfte ich die Herren zu unserer ersten gemeinsamen, wichtigen Konferenz bitten? Bitteschön. Bitteschön. Dankeschön. Du, Christin. Was ist denn? Da wohnt ja die Helga. Das ist doch das Haus, wo man der Dame die elektrische Leitung reparieren sollte. Wir? Du? Was jetzt? Rein! Was soll's? Guten Abend. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend. Legen Sie hier ab. Dort ist die Küche. Ja, das ist ja nett. Danke, mein lecker Pusselchen. Juppi, halter Hund, benimm dich. Du bist hier nicht bei uns in der Kneipe. Und überhaupt, wenn du nachher servieren musst, darfst du nicht sagen, zum Wohlsein oder Prost. Du bist hier bei vornehmen Leuten. Was soll ich denn sagen? Ja, nix. Du hältst die linke Hand stumm auf den Rücken, verstehst du? Willi, nun mach schon. Willi, du wirst erwartet. Was ist denn? Bitte? Wer hat hier Willi gerufen? Ich? Das verbitte ich mir. Als Butler für Sie immer noch Herr Willi. Wer sagt denn, dass ich Sie gemeint habe? Das sind doch faule Ausreden. Mach nicht so einen Krach, Willi! Willi, der Vogel kennt dich. Niedlich, nicht? Nun mach nicht so einen Krach, Willi! Mach nicht so einen Krach, Willi! Katharina, können Sie einen Vogel heute nicht einsperren? Er stört vielleicht. Oh, Sie? Sind Sie der Butler, der für heute Abend engagiert ist? Jawohl. Dann kommen Sie bitte mit. Komm zu Katharina, Kleine. Ja, was soll der Kleine denn? Lassen Sie das, ja? Bitte sagen Sie meinem Vater nichts von unserem Scherz damals. Er würde sicher kein Verständnis dafür haben. Was denn? Der Generaldirektor Doppelmann ist Ihr Vater? Ja. Ja, gratuliere. Für mich wollte sagen, Sie können vollkommen beruhigt sein, gnädiges Fräulein. Das hätte ich auch gar nicht anders von Ihnen erwartet, Willi. Ach, schon die ersten Gäste? Sind die aber pünktlich. Ah. Ja, was kommen die denn so früh?
Da ist der Sekt noch richtig kalt, Boss. Wenn ich erst anfange zu arbeiten, dann komme ich sowieso nicht zum Trinken. Und wo bleibt meine Sekretärin? Goldstück kommt, Fräulein Gregor kommt nach. Sie macht sich erst fein für die Party. Ja, was wollt ihr denn mit dem Gemüse? Kleiner ging es wohl nicht, hä? Herr Nölles, wir wollten Spesen sparen. Bitte. Nicht gut? Auch gut. Na ja, na denn nicht. Guten Abend, meine Herren. Moment. Bitte. Ich bin Helga Doppelmann, die Tochter des Hauses. Don Carajo! Auf beste diplomatische Beziehungen wird größter Wert gelegt. Freut mich. Mich aber erst. Mein gnädiges Fräulein, mein Name ist Benno Kochanicki. Oh. Antiquitäten. Freut mich, Herr Kochanicki. En gros und en detail. Bei Barzahlung 25% Rabatt, wenn Sie zahlen wollen in Raten. Bitte. General, Peseto Castroso. Viva, viva. Freut mich, General. Meinerseits. Moment. Du, Freundin des Staates. Viva, viva. Oh, ich fühle mich sehr geehrt, Herr General. Meine Gattin Donna Blanca kommt nach. Meine Herren, ich wünsche Ihnen recht gute Unterhaltung. Große Klasse, die Dame, wa? Meine Herren, ich... Sofort. Jungs, guckt mal da. Für Sie immer noch, Herr Willi, das habe ich Ihnen doch schon mal gesagt. Mach nicht so einen Krach, Willi. Was? Du warst das, du hässlicher Vogel. Na warte, mit dir werde ich noch ein Hühnchen rupfen. Ich... Freunde. Schwingt doch nicht so. Es bekommt ja nicht. Darf ich... Oh. Herr Poli... Herr Polizeipräsident, darf ich bitten? Danke. Wenn ich so eine glitzernde Lady sehe, zucken mir die Finger. Ja, so schön finde ich die Frau aber ja nicht. Mensch, du Dussel, der Baron mir doch die Kette von der alten Schraube. Jungens, den Christbaum räume ich jetzt ab. Drei Pilz, drei Bockwürst mit. Drei Pilz, drei Bockwürst mit. Ach, Frau Nels, Sie sehen ja hinreißend elegant aus. Ja, finden Sie? Hoffentlich mache ich Eindruck auf die Herren vom Versicherungskonzern. Ach, sicher. So lieb von Ihnen, Frau Schönberg, dass Sie mich heute Abend hier vertreten wollen. Sie werden doch sicher mit allem fertig. Ach, ich hab doch jahrelang vor der Theke stand und zugeguckt, da wär ich das doch können. Das glaube ich auch. Mutti, Mutti, hilf mir doch mal! Ich krieg mein Kleid nicht zu. Ja, ich komm ja schon. Drei Cognac, zwei Korn. Was? Drei Cognac, zwei Korn. Drei Cognac? Aber Frau Schönberg. Ach, was wollen Sie dann? Ich muss doch schließlich wissen, ob ich auch das Richtige eingieße. Warum kommen Sie nicht öfter zu uns? Aber Helga, Sie kennen doch das Arbeitspensum Ihres Vaters und als eine Art Adjutant von ihm habe ich leider genauso viel zu tun wie er. Aber heute Abend nicht und ich hoffe, Sie werden heute sehr viel mit ihm tanzen. Gern. Die wenige Frau. Gefallen mir noch zauberhafter als Ihr Schmuck. Sie schmeicheln. Oh nein, glauben Sie, ich verstehe was von Antiquitäten. Besonders Ihre kostbaren Armbänder und Ohrringe gefallen mir sehr. Ihre Ohrringe sind doch Biedermeier, ja? Darf ich mal sehen? Weil es Ihnen Spaß macht. Ja, bitte schön. 18. Jahrhundert. Na, wie wär's, gnädige Frau? Wollen wir uns ein Gläschen Sekt hinter der Binde gießen? Sind Sie originell? Herr Ober, zwei Sekt. Bitte sehr. Auf Ihr Spezielles. Aber echte Frau, bis zur Neige. Mal sehen Sie. Ja,
Das ist der Kerl, auf den er aufpassen müsst. Dass er bei den Damen nicht nach Halsketten und Armbändern greift. Klar, Chef, dafür sind wir ja da. Dafür sind wir ja da. Ausmachen. Kürzlich wieder zu Hause eine kleine Revolution gehabt. Ja, haben wir die Rebellen nach Strich und Faden vermöbelt. Oh, ich habe gehört, sie enteignen alles. Ach, enteignen ist gar nicht der richtige Ausdruck. Radikaler Besitzwechsel. Hier stellen Sie die leeren Sektflaschen gleich in den Keller. Sonst steht nachher die ganze Küche voll. Jawohl. Oi. Die Gesichter der Herren da kommen mir so bekannt vor. Ich weiß nur nicht, wo ich sie hinstecken soll. Und dieser exotische General, der muss mir auch schon mal irgendwo über den Weg gelaufen sein. Guten Abend. Schönen guten Abend. Good evening. Guten Abend. Ha! Das ist ja auch mein Goldstück, mein Püppchen. Viva Viva! Viva Viva! Oh, I like Germany. Es ist eine wunderschöne Land, es ist eine so gemütliche Land. Ist Ihre Gattin auch aus Übersee? Ja, die ist ja noch drüben. Bitte? Ich meine, Donna Bianca ist ja nur für Europa. Du bist und bleibst ein Schelm. Bitte? Okay. Moment bitte, ja? Ja. Da bist du ja, Vera. Na, klappt alles? Wir können völlig unbesorgt sein. Meine Männer lassen den Schmuck der Damen nicht aus den Augen. Hm? Direkte Schießke. Oh, welche Überraschung. Bitte. Im Dienst, mein Lieber. Wird von meiner Spezialkraft beschattet. Oh, pardon. Tust du die Pfoten weg? Aber du hast doch gesagt, beim Servieren der linke Hand auf drüben. Auf der eigenen, du Döskopf. So, so. Ach so. Also treibst du da mal auch mit mir. Sag mal, bist du blau? Nee, die Arbeit hier macht nur Spaß. Darum bin ich so vergnügt. Ja, zu 70 oder zu 80? Ja, so ein Riesenross. Endlich bist du da. Ich habe schon nach dir telefoniert. Wo steckst du denn so lang? Immer wenn ich was vorhabe, fällt es meinem Chef ein, mir endlose Briefe zu diktieren. Das macht ja nichts. Sind noch längst nicht alle Gäste da. Sind nette Männer da? Der netteste ist wie immer Dr. Meyer. Hallo. Du, ich muss mich erst noch ein bisschen zurechtmachen. Du, als ob du hier zu Hause wärst. Ruf mein Freund Helga. Oder können Sie mir Geld geben? Herr Willi. Wofür? Gleich kommt ein Bote von der Stadtküche. Er bringt noch ein paar Sachen fürs kalte Buffet. Da müssen Gäste sein, die futtern wie die Heuschrecken. Wie viel brauchen Sie? Ungefähr 100 Ma- Bitte. Hier. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Herr Willi? Mach, dass du wegkommst, du alte Schnapsdrossel, du! Was erlauben Sie sich? Oh, ich hab Sie doch nicht gemeint. Ich meine doch Ihr Vogel, mein Fräulein. Weg, du Mistkrähe! Husch, husch, husch! Na, nichts wie Ärger hat man mit Ihrem gefiederten Geschöpf. So was. Fräulein Katharina, das kalte Buffet geht schon wieder zu Ende. Also ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Ich habe schon bei der Stadtküche nachbestellt für 100 Mark. Ich hoffe, das reicht. Na, das will ich meinen. Moment mal, das ist ja meine Schrift. Woher haben Sie das Geld? Von unserem Lohnkellner Willi. Der scheint nicht schlecht zu verdienen, der hat die ganze Brieftasche davon voll. 1,63, das ist ja wohl nicht möglich. Hier, nehmen Sie das. Hm.
Hier, Baron. Da knack ich schon lieber einen Geldschrank als so ein Ding hier. Da, Baby, stärk dich. Wir haben heute noch viel zu tun. Irren Sie sich auch nicht, Herr Präsident. Nein, nein, ich bin meiner Sache ganz sicher. Fahren Sie sofort ins Kriminalamt und holen Sie die Fotos aus dem Album. Jawohl, Herr Präsident. Seien Sie, Herr Präsident, oder? Ich habe eben festgestellt, dass der Chef meines Detektivbüros Banknoten in der Tasche hat, die vor kurzem aus unserem Tresor gestohlen wurden. Sehr interessant. Was hat sie denn schon alles abmontiert? Eine ganze Menge. Für wie viel? Mindestens für 2 Jahre ohne Bewährung. Glauben Sie mir, Fräulein Gregor, ich gewinne bei näherem Umgang. Ich bin sehr mildlos. Aber Sie sind genau der ideale Typ für eine harmonische Ehe. Hoffentlich täuschen Sie sich da nicht. Na, also gut. Wohin soll die Hochzeitsreise gehen? Zu den Kanarischen Inseln. Sehen Sie, schon die erste Differenz. Ich schwimme lieber in der Nordsee. Die haben was miteinander. Das ist mir neu. Hey, du Rabenaß. Ja, was hast du denn da im Schnabel? Willst du das wohl mal gefälligst hergeben? Vera, wo bleibst du denn? Was machst du denn da? Ich suche meinen Ring, er muss vom Tisch heruntergefallen sein. Das Haus kenne ich doch. Woher denn, Mutti? Aber da war der Vati mal. Aber das erzähle ich dir, wenn du selbst verheiratet sein wirst. Komm. Schon, Willi! Willi, Willi! Und ob ich komme, verlass dich drauf. Willi, Willi! Komm doch! Warte, du Biest. Ich werde dich schon kriegen, du... Komm doch! Da schmeißt ja noch eine mit leere Flasche. Ach du verdammte Hupdole, du, ich könnte dich Komm doch, Kleiner! Autsch! Sohn Gemeinheit! Aus dem Hinterhalt! Ich dich erwische, du. Dankeschön, junge Frau. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Jetzt entgehst du mir nicht. Oh, entschuldigen Sie. Ich hab gedacht, das wäre Ihre Dohle. Meine Dohle? Frechheit. Ich hab mich überhaupt gewundert, dass die so dick geworden ist. Nichts für ungut, bitte. Na, wo bist du denn, mein Willichen? Willichen! Knallkopf! Knallkopf! Da! Willichen! Na, ja, ja, jetzt, ja! Jetzt habe ich dich, du schwarzer Stinkstiefel, du! Wenn du kein Vogel wärst, kriegtest du den Hintern voll. Kannst dich noch so sehr in dein... Hast noch verkriechen. Ich krieg dich doch noch, du. Ja, hat man dafür Töne? So ein gerissener Vogel. Ja, also, ja, sowas. Oh, Frau Nölles, ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits, Herr Generaldirektor. Ah, das Töchterchen? Ja. Wir sprechen später noch. Inzwischen gut unterhalten. Danke vielmals. Und können Sie nicht helfen, Herr Doktor? Ich will es gerne versuchen, wenn Sie wollen. Komme ich mit? Das wäre sehr schön, aber bitte bekommen Sie keinen Schreck. In meinem Schlafzimmer liegt alles durcheinander. Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment, ja? Bitte, bitte. Guten Abend, Frau Nölles. Guten Abend. Guten Abend, Herr Dr. Meier. Dr. Meier. Ich weiß doch, dass ihr euch duzt.
wo ich schon lange kenne. Aber nicht mehr lange. Ellie, ich erkläre dir das später. Du kannst dich doch auf mich verlassen. Wo ist denn Ihr Mann eigentlich? Wollte der nicht mitkommen? Er konnte nicht. Er musste plötzlich geschäftlich verreisen. Ach, das tut mir aber leid. Bitte schön. Was hast du denn? Ich bin in einen Haufen Glasscherbe da reingefallen. Mein Zifferblatt steckt voller Splitter, du. Das brennt, du, das brennt. Stell dich doch mal einen Augenblick hier vor das Loch. Das ist die Entlüftung von dem Haus, ja. Das kühlt. Ja. Ja, das tut ganz gut. Das ist schön. Ja. Hoffentlich ist mit der Tasche nichts kaputt gegangen. Was ist denn in der Flasche? Die Maftaphenol. Das ist Betäubungsmittel. Damit kann man Verbrecher lautlos unschädlich machen. Hier. Schmuck hast du auch? Die ganze Tasche voller, du. Geklaut? Da bin ich ja rapp und das wohl da oben am Dach. Du liebes bisschen, wie ich guck mal, wie da ist. Dankeschön. So, bitte von alles. Gut aus. Du kriegst die Türe nicht zu. Das Mariechen, wie kommt die denn hierher? Ich hab keinen Hunger. Ellie. Jetzt knallt es. Nein, noch nicht. Komm hier rein. Ja. Halt den Mund. Da kannst du nur Splitter rausziehen und der Popo verbinden. Komm, los. Na, hübsches Fräulein. Warum machen Sie so ein betrübtes Gesicht? Bei uns regiert das Lachen. Viva, viva. Mir ist das Lachen vergangen. Mir ist ein wertvoller Ring weggekommen. Ihnen? Nee. Wann denn? Wo denn? Vorhin, oben im Schlafzimmer. Da war ich doch gar nicht. Da war ich auch wirklich nicht drauf gefasst. Viva, viva! Hier sind die Fotos, Herr Präsident. Sie haben recht gehabt. Ernst Abelmann, genannt Pfeife, einschlägig vorbestrafter Geldschrankknacker. Gottfried Bohnen, genannter Baron, internationaler Taschendieb. Und Walter Schneppe, genannt Baby, vorbestraft wegen wiederholter Beihilfe. Goldstück, dicke Luft. Nur keine Aufregung. Ich werd schon wieder ganz wuschig. Die Galgenvögel kannte ich doch. Ja, und was machen wir jetzt? Nach Schluss der Gesellschaft sofort unauffällig verhaften. Holen Sie Kriminalbeamte. Ich habe vorsichtshalber gleich ein paar Herren mitgebracht. Ja. Na, wenn er mich nicht hätte. Ne? Aua, aua. Ja, was machen Sie denn hier im Schrank? Vom vielen Laufen wollte ich mich ein bisschen erholen. Und entspannen kann ich mich nur im Dunkeln. Ja, aber warum haben Sie denn Aua gerufen? Ich hab da nur laut gegähnt. Moment, pardon. Dass Sie müde sind, Willi, kann ich gut verstehen. Übrigens, Sekt fehlt, Willi. Willi? Ich denke, Vati ist verreist. Ich wollte es dir nicht sagen, mein Kind, aber Vati hat mir mit dieser Dame schon mal Ärger gemacht. Was? Du meinst, dass er wegen dieser Frau angeblich verreist ist? Natürlich. Das hätte ich ihm nie zugetraut. Nie. Wünschen Sie die Herrschaft ein Glas Sekt? Ja, bitte, Herr Ober. Dass du so einen Schreck bekommen hast, Willi, das sagt mir alles. Ich bin ja gar nicht erschrocken, ich habe euch doch schon vorher gesehen. Ja, ich dich auch. Wie du mit dieser Dame zusammengestanden bist, ich habe sie wiedererkannt. Sei Gott, die Dame, das ist, ich meine, das... Ich bin doch als Detektiv hier. Das sieht man doch. Jetzt fang bloß nicht wieder mit diesem Quatsch an. Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Aber das ist doch kein Quatsch, Mariechen. Ich bin sogar als Chefdetektiv hier. Um Himmels Willen, meine Halskette ist weg. Ich hab sie doch vor einer halben Stunde noch gehabt. Wo kann die denn... Melle! Melle, meine Halskette ist verschwunden! Meine Brieftasche! Meine Brieftasche ist... Mein Arm! Mein Arm war so korrupt, Egon! Meine Brosche fehlt! Ich hab sie hier... Mein goldener Pekinese mit Brillanten ist ja auch weg! Meine Brosche... Die Dreganove sofort verhaftet. Halt!
Los, los, kommt sie schon! Nicht anfassen, ich bin noch Diplomat! Moment mal, mir ist schlecht, ich muss an die frische Luft. Hallo! Aber das sind doch Ihre Angestellten. Was sind... Sie gehören dazu? Wusstest du denn das nicht, Liebe? Sorry. Das ist auch so. Hallo, hallo, was ist denn hier los? Als Chef dieser drei Herren muss ich auf das Schärfste protestieren. Das sind schließlich meine Detektive und keine Gangster oder Taschendiebe. Tatsächlich nichts zu finden. So. Na, sehen Sie? Freispruch. Wegen Mangels an Beweisen. Na, was habe ich Ihnen gesagt? Nur entschuldigen Sie sich doch mal bei den Herren. Auch durchsuchen. Was war's bitte? Nein, bitte! Ja, beginnt sich nicht! Aha, da haben wir den Täter. Wieso, ich? Aber nein, das... Ja, aber das hat doch der Vogel geklaut. Das habe ich dem doch aus dem Astloch rausgeholt, meine Herren. Ja, bestimmt, also, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen ja das Astloch des Vogels mal zeigen. Sehen Sie nach, ob die Nummer dieser Noten mit der Liste der Gestohlenen übereinstimmt. Der Schmuck ist beschlagnahmt. Beschlagnahmt? Ja, nur Herr Lamm... Sie halten den Mund. Verzeihen Sie... Aber da ist ja mein Ring wieder. Na sowas. Was? Und auch mein Halsband, das bei unserer letzten Party verschwunden ist. Nicht zu fassen, sind genau die Nummern der Noten, die aus dem Tresor verschwunden sind. Ja, wenigstens ein Teil davon. Ja, bitte schön. Danke. Aber, Herr Mölz. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wollen doch wohl nicht annehmen, dass ich den Tresor geknackt habe. Das ist doch nicht möglich. Dass Vater die ganze Zeit ein Doppelleben geführt hat. Schäme mich so. Erlauben Sie mal, Sie wissen wohl nicht, wenn Sie vor sich haben. Ich bin Chef eines Detektivbüros. Und Chef einer Gangsterbande. Ich? Schon einmalig in der Kriminalgeschichte. Ich, Chef einer Gangsterbande? Herr Polizeipräsident, Sie haben ja einen Knall. Was? Juppie! Herr Polizeipräsident, das geht ja wohl entschieden zu weit. Aber sagen Sie, müssen das nicht so persönlich sehen. Herr Polizeipräsident und ein Knall. Juppie! Juppie, stell dir mal vor, weißt du, was für meine sein sollen? Gangster! Wer sagt das? Die da drinnen, die da drinnen, ja! Juppie. Müsste schwarz werden. Das werden Sie, Herr Nöllitz, und zwar in der Untersuchungshaft. Oh, das wird sich aber noch rausstellen, ne? Mann, nun sagen Sie doch endlich, wo Sie das restliche Diebesgut versteckt haben. Sag es ihm doch, Willi. Juppie, halt den Mund, ja? Herr Kommissar, ich verlange von Ihnen, dem Polizeipräsidenten persönlich vorgeführt zu werden. Nur unter vier Augen werde ich ihm die Dinge sagen, die Licht in das Dunkel bringen. Also länger warten wir nun nicht mehr und wehe, wenn Sie uns zum Narren halten. Aber Herr Polizeipräsident, verlassen Sie sich ganz auf mein kriminalistisches Kombinationsvermögen. Ich bin sicher, Sherlock Holmes könnte nicht so sicher sein wie ich. Psst. Absolute Ruhe. Zivilpersonen in den Nebenraum. Jeder auf seinen Posten. Thank you.
Ihr macht mich ja noch zum Neger, ihr Idioten! Das Spritzpistölchen! Verdammter Kinderkram! Verhaften! Handschellen! Sagen Sie, wen haben Sie denn da? Herr Polizeipräsident, den Obergangster! Du Riesenross, du! Pech gehabt, Goldstück. Thanks, Jordan. Immer noch Magenschmerzen? Wohl mehr Herzbeschwerden. Tja, nun müssen wir doch getrennt verreisen. Schluss jetzt! Abführen! Ich bitte um mildernde Umstände. Ach ja, bitte ja. Macht euch doch nicht klein vor den Bullen. Haben wir euch gar nicht nötig. Viva, viva, meine Herren! So, Herr Nolles, und nun haben Sie das Wort. Meine Damen, meine Herren, wie man in jedem guten Kriminalroman nachlesen kann... Sache. Auch gut. Ja? Was, meine Herrschaften? Da staunen Sie, wie? Köpfchen muss man haben. Also, meine Herren, kombinieren wir. Punkt 1. Mit dem gestohlenen Goldschmuck auf der ersten Party hat nachgewiesenermaßen Herr Direktor Schieske nicht das Geringste zu tun. Denn diesen Schmuck hat einwandfrei die Doli geklaut. Ruhe! Punkt 2. Zur Zeit, als der Tresor bestohlen wurde, war Herr Schieske der Gangsterdame Fräulein Gregor, genannt Goldstück, in Liebe zugetan. Und nun kombiniere ich. Was macht Liebe, meine Herren, was macht Liebe? Liebe macht blind. Und diese Bewusstseinstrübung nützte Goldstück aus und entwendete dem armen Herrn Schieske seinen Tresorschlüssel. Somit kamen die 11.000 Mark aus Ihrem Tresor in meine Detektei. Und nun kam mir nur ein großer Zufall zur Hilfe. Ich war Augenzeuge, wie meine Sekretärin diesen Schmuck hier und den größten Teil des gestohlenen Geldes, bitte, in diese Vase versteckt hat. Voilà, das wär's. Bravo, bravo. Bravo, Herr Nölles. Bravo, bravo. Willi, ich find uns fabelhaft. Halt da! Vater im Gefängnis. Und Werner, mein Wernerli. Gib mir noch ein Körnchen. Mariechen! Mariechen! Vati, Willi! Ja. Vati, ja. Bist du frei? Ja, sicher. Und unschuldig? Ja, hast du vielleicht was anderes erwartet? Ich war auch inzwischen schon bei Generaldirektor Doppelmann und bei Frau Schierenberg. Und darauf trinke mir jetzt viele Körnchen. Ja! Ja. Oh, da ist ja Herr Meier. Sagen Sie mal, wie heißen Sie denn wirklich? Ach, vielleicht ist es am besten, Ihre Tochter macht uns miteinander bekannt. Vati, das ist Dr. Werner Meier. Dr. Werner Meier? Sie sind der Syndikus vom Attraktor-Konzern? Wenn's recht ist. Ja, also ich werde verrückt. Ich... Nein. Herr Nölles, bitte? Wir wollten eigentlich wegen des Hauskaufs mit Ihnen sprechen. Ist eigentlich gar nicht mehr nötig. Wieso? Das Haus habe ich eben an Herrn Nölles verkauft. Ja. Was? Zu welchem Preis? Zu dem gleichen, den die Attrakta geboten hat. Ja, aber Willi, woher hast du plötzlich das viele Geld, das dir noch gefehlt hat? Na, von der Attrakta. Von Herr Generaldirektor persönlich. Das war mein Erfolgshonorar als Privatdetektiv für Aufklärung des Falles. Ja, meine Herrschaften, Krimis muss man lesen. Und du hast mich immer ausgelacht. Bitte, ich fang bloß nicht wieder damit an. Mariechen, da kannst du ganz zufrieden sein. Davon habe ich ein für allemal die Nase voll. Entschuldigung, ich wollte nur mal fragen. Du halt den Mund. Nee, jetzt muss ich was sagen. Kann der Zeug weg? Jawohl. Alles. Weg damit. Und für immer. Mutti, nicht doch. Alles, was du gesucht hast. Du lieber Himmel. Das lach ja's.